Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs. So, wir müssen immer noch T-Bones Truck klauen. Warte. Wir sind immer noch. Ein paar haben überlebt. Warte, wo, wo, wo. Warte, wo, wo. Aber alles kein Problem bis jetzt. Ich muss nur wissen, von wo ihr gerade war. Warte, wo ist. Lauf, 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 lauf. Nein, im Ernst? Verdammt nochmal, warte mal. Wo bin ich denn jetzt? Ach hier, da klauen wir gleich mal den Truck. Na perfekt, reicht doch so. Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Der Truck ist echt langsam. Ja, ich hab ihn, aber sie sind da mir dran. Oh, wir haben die Sau! Und was machen wir denn jetzt? Oh oh. Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja, ja. Ist die. Okay. Ist da gerade die Straße explodiert? Ja, einer meiner Skulpturen. Gib mir ihn. Ja, es ist ihn. Was? Ey, Junge, was machst du? Oh, Alter. Tu es! Leute, was seid ihr denn jetzt? Ernsthaft? Schubst ihn von der Straße! Los! Führe sie an meiner Skulptur vorbei. Wir sind bereits verdrahtet. Das ist ein gefährlicher Mann. Komm hin! So, oh, erstmal hier abhauen, glaube ich. Ganz ruhig, wir sind ja da! Warte mal, warte mal, warte mal, wo, wo? Hier hinterbleiben. Ich habe ja auch keine Fluchtmöglichkeit oder so, ne? Warte mal. Der ist weg. Scheiße, so läuft das nicht, Mann. Och, diese scheiß Granaten. Warte mal, da feuert einer. So, hier ist noch einer, glaube ich, ne? Dann hier rüber. Dann darüber. Warte mal. Wo, wo, wo. Perfekt. So, wie komme ich jetzt hier weg? Alle Wagen brennen. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Mission abgeschlossen. Nehmen wir den Wagen hier. Von dem habe ich gehört. Er taucht seine Hände gerne im Blut und malt dann damit. Er ist ein verdammtes Tier. Er soll hoffen, dass ich ihn nicht erwische. Der Bunker macht zu viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computerkids vor allem. Aber keine Panik, ich sorge dafür, dass sie nicht reinkommen.
Sie haben uns bereits sondiert. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist D-Force und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sag Bescheid, wenn er Ärger macht. So, wohin jetzt eigentlich? Wo habe ich jetzt gerade gar kein Ziel? Scheint so, ne? Ah, jetzt habe ich ein Ziel, ne? Halleluja. Warte mal, markieren. So, hier. Okay, ich habe den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal einen Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die mich. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Helikopterverfolgung klingt interessant. Ups. Nun ist das technische Fachpersonal gefragt. Das ist die Zeit ohne Warnung. Autofahrern wird empfohlen, nach Alternativen zu suchen. So, jetzt hier lang. Oh, gerade ich paranoid. Okay. Was habt ihr denn da? Okay, kann ich nicht lesen? Kann ich irgendwas herstellen nebenbei? Blackout war mal ganz nice. Ein Köder. Okay. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Bloom HQ. Was ich auch mache, Bloom ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als nur das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut. Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart erstmal ab. Los, verliere ihn nicht. Warte mal, wo? Okay, warte. Nein, nicht. Kein Fokus. Warte mal, wie komme ich denn jetzt hier weg? Beim Motorrad oder so? Oh, perfekt. Okay, schon ein bisschen Vorsprung, aber das kriegen wir noch hin. Wir holen sogar ein bisschen auf, das sehr gut ist. Denn ein Ziel hier? Ja, ich will wissen, wo er hinfliegt. Und das hilft uns, weil... Weil es Routine ist. Bloom ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach Pony. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitschef. Der Groschen ist gefallen. Nein! Nein, 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 nein
Scheiße. Okay, jetzt mal hier rein, ganz schnell. Das ist ja wieder eine Mörderkarre, ja? Muss man ja sagen. Halt mal hier lang. Ich muss einen kleinen Cut machen. Sorry. So, hier bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung und weiter geht's. Warte, hier hoch. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachten? Die gleiche Gang. Die Pawnee-Miliz besteht aus Prepper, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spiele. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, das ist nicht meine einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Also, Sicherheitschef, wo bist du? Er muss doch hier irgendwo sein. Warte mal, wer ist? Na, er nicht. Er auch nicht. Aber wir machen es mal anders. Oh, ich habe das Gefühl, das wird so gar nichts aus der Luft. Außer Reichweite, das ist nicht gut. Ah, ich komme hier nicht nah genug dran. Nee, eher nicht. Außer Reichweite. Er ist es nicht. Da ist eine Cam. Alarm auslösen bringt mir hier nichts. Okay, dann wieder hier hoch. Gut, der hat Potenzial. Und wer noch?
Na komm schon. Gib mir Option. Er vielleicht? Nee, er hier? Hab dich. Okay. Zeit für Action. Das ist mehr als ein Schützenverein. So. Die kontrollieren den halben Park. Warte mal. Ist das normal in Pawnee? Nichts ist normal in Pawnee. Seit Blum angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Was sprengen, sprengen, sprengen. Am besten da, wo Leute in der Nähe sind. Das war Nummer 1. Den will ich auch irgendwie killen. Mehr kann ich hier nicht machen. Da ist ein Getränkautomat. Er muss auch weg irgendwie. Aber wie? Die nächste Sprengladung ist wo? Jetzt könnte ich sie alles sprengen, das wäre so geil gewesen. Okay, warte mal. Aber ich muss noch ein bisschen näher hier rein. Und, nicht reinfallen. Und dann kümmern wir uns gleich irgendwie anders drum. So, betreten Sperrgebiet, ist mir klar. Aber ich muss hier irgendwie anders arbeiten, das geht so gar nicht. Warte. Was ist los, Kopfschmerzen? Warte mal, ich kann glaube ich hier außen rum. Ne, andersrum. Ne, so rum kann ich auch nicht, alles klar. Warte mal, ich habe mich jetzt irgendwie voll verhakt. So, jetzt geht's weiter. Oh, das wird gar nicht so leicht hier. Warte mal, ne. Cam. Mein Problem wird er sein. Aber wenn ich das da wegspringe. Warte mal. Ich habe vielleicht eine Idee. Ja, rüber. Rüber. Perfekt. Verdächtiges Objekt. Komm du mal hier hin, wenn's geht. Ich check das mal. Seid auf der Hut. Ich hab nichts gehört. Scheiße, du hast sie nicht. Probieren wir den anderen. Wäre doch zu schön gewesen. Puh. Leute, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.